Muss hin. Okay, zwei Schüsse reichen theoretisch, wenn man trifft. Okay, die Cutter ist kaputt. Wir haben da oben noch so einen fliegenden Stützpunkt. Fliegt der hier runter und zu? Weiß ich gar nicht. Carrier, Engine. Theoretisch müsste ich eigentlich nur reichen, wenn wir die Engines wegballern, oder? Dann müsste das Ding ja eigentlich runterfallen wie so ein Stein. Okay. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Ah, ist ein Cutter. Ein AAA-Geschütz. Wenn wir schon dabei sind, können wir es vielleicht mal mitnehmen. Wieder hoch. Ja, wir haben noch ein paar Engines, die wir kaputt machen können. Oder wahrscheinlich, wenn wir das Ding wegmachen, haben wir wahrscheinlich weniger Drohnenprobleme. Das könnte auch sein. Oh, das hat gerade auch so gut geklappt. Oh, je. Au. Gut, dass das Ding kaputt war, sonst hätte wahrscheinlich jetzt ein Problem gehabt. Drohne, ich kriech dich. Los, komm her, Kleiner. Ah, oh, schon wieder nicht. Okay, wenn wir zu weit weg sind, schaffen die es irgendwie auszuweichen. Ach, da muss ich fragen, wo sind eigentlich unsere Täuschkörper? Aber wir sind auf B. Nee. Guck mal, er fällt einfach so in den Boden rein. Da hätten sie aber auch noch eine schöne Explosion machen können, wenn er den Boden berührt hätte. Und nur so ein kleines Puff. Ist ja langweilig. Ganz schön stabil, dieser Cutter. Wirklich stabil heute. Meine Güte. Was muss der Text da unten drunter reichen? Eine Reichweite 500. Das ist halt doof, dass der Text übereinander steht. Playgeschütz noch mehr. Ach, stell dich nicht so an, so tief sind wir gar nicht. Eine Ölplattform, mein Rick. Wieder auch ganz schön was aus. Ich nehme an, dass unsere unguided Raketen zwar mehr Damage machen, aber halt unguided sind, aber bei Gebäuden ist das egal. Ja, die machen definitiv mehr Damage. Das heißt, die benutzen wir für fliegende Ziele. Das Maschinengewehr weiß ich noch nicht und das für Gebäude. Oder für bewegte Ziele. Also sagen wir Ziele, die sich relativ schnell bewegen. Cutter ist ja relativ unbewegt. Okay, wenn du die Cutters, die Bodendinger kaputt gemacht hast, scheint Verstärkung zu kommen, wenn die ganzen Schiffe weg sind. Okay. Schwalbe. Okay, Schwalbe ist neu. Drohne kennen wir. Schwalbe ist neu. Täuschkörper waren auf B. Ich weiß nicht, was wir da haben, was uns da entgegenkommt. Außer, dass es einfach nur nach unten stürzt. Vielleicht einfach nur eine Drohne in schneller. Ui! Los, wir tackeln die Leiche! Ah, verdammt, verfehlt. Egal. Hoch geht's. Zurück zum Stützpunkt. Yay! Ui!
Die Musik erinnert mich auch an irgendwas. Das könnte mich echt an diese Spiele erinnern, von denen mir gar nicht einfällt, wie es heißt. Oh. War Düsenjet? Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Na gut, es gibt eine Menge Flugzeugspiele. Und deswegen einfach nur ein altes zu raten, ist dann ein bisschen schwierig. Mission abgeschlossen. Tag 1. Takyama-Insel. Abschlüsse 20. Yay. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ah, guck mal hier. So, Aero-Labor. 4000 können wir das Ding aufwitzen. So, also. Das waren unsere Zielsuchenraketen. Hier sind die Zielsuchraketen. Das sind die Angeideteile. Machen wir die mal besser. Täuschkörper bestimmt auch mal. Alles MK2 erstmal hier alles hochgerüstet. Easy. Okay, Target. Freighter. Wie gesagt, Story gibt's halt null. Mission 2. Wup, wup. Go. Okay, diesmal ist es ein Schiff. Das heißt, es ist unbewegt. Das heißt, wir können mit den Dingern rangehen, theoretisch. Aber. Wahrscheinlich AAA-Geschütze irgendwo dabei haben. Lass mal die Drohnen vielleicht loswerden. Wir später auch noch Leute an, also NPCs an, die mit uns rumfliegen, zusammen, also so ein Wing. Falke. Das ist neu. Okay, die Dinger scheinen andere Manöver zu fliegen. Ah, okay, ja, da war gar keiner. Ah, daneben. Komm her, kleiner Sack. So. Kurzer Prozess hier. Hier müssen wir näher ran. Reichweite 500, danach explodieren die Dinger. Kriegen wir hin. Lässt sich machen. Ja, aber schön dahinter fliegen, der hat ja keine Geschütze. Sehr schön, weiter geht's. Wir haben hier noch ein paar Ziele auf dem Land, habe ich ja gerade gesehen. Zeig ich mal dieselbe Insel. Da oben fliegt wieder was rum. Hängt eine Drohne an dem Haus fest, okay. Also ich habe es gerade falsch gesehen. Können wir durcheinander so ein bisschen mit den Kräften, welcher jetzt was macht. Oh ne, ich reichte euch raus, komm her, du kleiner Sack. Komm zu Papa. Kaboom! Das Spiel macht Lust, das Spiel macht irgendwie Laune. So zwischendurch, so zwischendrin, kann man das gerne mal machen. So, du hast wieder AAA-Geschütz irgendwo an Bord. Okay, Sam, das sind die Dinger mit Raketenwerfer, hätte ich mir gerade ganz kurz denken können. Hat mich ganz kurz was geklingelt. Ah, ein paar sind daneben gegangen.
Ich scheine mir nicht auf dem Boden zu explodieren, meine Raketen. Wahrscheinlich, wenn ich selber dagegen fliege, habe ich wahrscheinlich gearscht. Ah, was ein Sack. Ich sehe der genau in dem Moment die Richtung. Komm her, ich krieg deinen scheiß Raketengeschütz. Aha. Feindliche Verstärkung, away. Barracks. Alles der Schrott, was wir finden. Aerolab. Woo! Nein, falscher Knopf. Das wollte ich. Weiter. Okay, da schießt welche Raketen auf uns. Jetzt wird's ungemütlich. Jetzt wird's ein bisschen ungemütlich. Ah, verfehlt. Ja, du kleine Sauratte. Ich finde das gut, dass du hier keine Zielhilfe hast, dass du halt direkt siehst beim Machine Gun. Ach, okay. Da muss ich hinziehen. Oder es gibt das vielleicht sogar im späteren Upgrade, aber ich finde es, in manchen Simulatoren, wo du das halt schon von Anfang an direkt schon hast, diese Zieldinger. So, da musst du hinschießen, dann triffst du das Ding, dann finde ich halt irgendwie langweilig. So musst du mich noch ein bisschen predikten. Dann gibt es wieder noch eine Aufrüstung, dass das Ding dann sowas hat. Feindliche Verstärkung. Cargo. Cargo mache ich auch kaputt. Wo ist die Verstärkung eigentlich? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, es sind mehrere kleine Häuser, sehe ich gerade. Drohne. Drohne N? Okay. Ganz schön hoch. Ja, wir fast beide erwischt. Naja, schade. So gerade nicht. Auch später so Healing-Pots gibt, die irgendwo rumliegen. Zuerst darüber Beschwerde über Zielhilfen und sowas. Also, gibt es eigentlich Healing-Pots? Kann man das haben? Gibt es das? Kann man das upgraden? Kann man das einsammeln? Nein, das ist einfach nur die Überreste von dem Sam. Falke. Okay, sind wir mal kaputt, machen wir Upgrade-Punkte hat man. Also macht es eigentlich sogar Sinn, die gerade kaputt zu machen. Ui. Knapp. Oh nein, ich habe keine Flares mehr. Ich scheine wirklich begrenzt zu sein. Naja, das ist doof. Aber ist vielleicht Upgrade, vielleicht habe ich dann ja mehr Flares. Haha. Das haben wir alles erwischt. Puff. Da vorne, diese Dinger kann man schon nicht kaputt machen, das da. Haben wir eben auch schon mal so einen komischen Landeplatz, Flugplatz oder sowas. Ah, da kann man selber landen. Da können wir landen. Ah, da können wir auch die Mission abschließen. Sagen wir das doch einer, das ist einer von unseren. Und ich habe erstmal draufgeballert, ich hält, ne? Ausstattung. Ne, Ausladung. Durability nimmt hoch, der Speed nimmt zu, die Manövrierfähigkeit zieht zu, die Beschleunigung nimmt zu. Hm, ich glaube, ich spare erstmal noch. Aerolexikon. Ja, wo war das eigentlich eben? Ah, hier. Skin. Oh, wir haben verschiedene Skins. Oh, nice. Das ist ja schön. Oh, der hier. Der ist schön, den will ich haben. Ist da auch Skins für? Ich kann jetzt einfach nur das Ding austauschen. So, hier kann man eine Waffe reinmachen. Wir erstmal in der zweiten Vulcan MK2. Das wäre doch mal was.
Wobei, bringt die uns was? Können wir jetzt beide auf einmal ballern? Fähigkeiten. Ach, die Flare ist eine Fähigkeit. Okay, verstehe. Das sind die Waffen. Wechselt man die einmal durch? Aber dann habe ich ja nichts davon, dass ich zweimal eine Flare, zweimal eine Dings dabei habe. Achso, da oben gibt es so ein Level-Ding. Einsatz Psychic Eagle. Noch eine Foundry machen wir kaputt, okay. Machen wir ein paar Foundries kaputt. Ui. Ulala. Machen wir eigentlich eine Rolle? Ah, so können wir. Nee, warte, was machen? Was machen die Knöpfe? Ein bisschen links und rechts ziehen in der Horizontale. Was machen wir hier mit dir auch? Aber hier wird ein bisschen rollen. Ist halt dumm, dass das Geschütz unten drunter ist, ne? Ich meine, wer baut sowas? Erwartungsgemäß können Leute, die das angreifen, können auch oben drüber kommen. Ich meine ja nur, ne? Wollen wir erstmal auch mal die Mission fertig machen hier. Und oben sind doch welche drauf, habe ich ja gar nichts gesagt. Dann basht das ja. So, Verstärkung oder was war das gerade ankommende irgendwas? Schade. Da wäre noch mal drin gewesen. Oder sind Sams? Das ist gar nicht gut. Oder ach, da waren wahrscheinlich Raketen. Ach, das Ding hat oben Raketen drauf. Das Ding, was wir gerade runtergeholt haben vom Wimmel. Okay. Die Raketenwerfer wegmachen, glaube ich. Scheint mir sogar noch einen guten Plan. Oder generell die Abluftabwehrgeschütze. Hui, knapp. Halleluja. Okay, das Maschinengeschütz scheint einfach weiterzukommen. Ach, wobei Reichweite 450 ist ja eigentlich weniger, aber anscheinend scheine ich trotzdem besser zu treffen mit den Dingern auf die Entfernung. So, da ist Sam ist das nächste. Weiß mit Maschinengewehr auch irgendwie ein bisschen Spaß macht. Oh, hat nicht gereicht. Schade. Wop, 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 oder oben fliegt was. Eine Drohne M. Oh, mal unten haben wir wieder zwei Sams. Thank you.
Sehr schön. Okay, diese Drohne, die scheint Raketen zu haben, mit der sie noch uns weiterhin kann. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt.